geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns mal, weil das letzte Flugzeugvideo so gut bei euch ankam, heute schauen wir uns mal Flugzeuggeheimnisse an, die niemand wissen darf, die versucht werden zu verbergen, ja? Wir lösen die ganzen heute. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, das schaffen wir auf dem Video heute. 752 Likes. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am 17. Dezember 1903 unternahmen die Gebrüder Wright den ersten erfolgreichen Flug. 10 Jahre später, am Neujahrstag, fand der erste kommerzielle Flug statt. Das bedeutet, dass die Menschen seit über 100 Jahren fliegen. Es gibt jedoch noch viele Flugzeuggeheimnisse, die wir nicht kennen und die geheim gehalten werden. Aber heute werde ich euch 10 davon verraten. Okay, bin gespannt. Auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Bevor wir mit dem Video beginnen, checkt faszinierend ab, checkt weise Eule ab, absolut Legenden. Nummer 10. Let's go! Die Ausbildung von Stewards und Stewardessen ist sehr schwierig. Sie müssen eine Reihe harter Prüfungen bestehen, bevor sie sich ihren Platz an Bord eines Flugzeugs verdienen können. Nach Angaben von Delta Airlines bestehen nur 1% von 150.000 Personen diese Prüfungen. Oh. Der Ausbildungsprozess bei Delta ist fast derselbe wie bei anderen Fluggesellschaften. Die Bewerber müssen mehrere Video-Interviews bestehen und eine Reihe von Fragen richtig beantworten. Aber das ist noch nicht alles. Diejenigen, die die Vorstellungsgespräche bestehen, müssen eine 8-wöchige Schulung absolvieren, Alter, in der sie beweisen müssen, dass sie die richtige Person für ihren Job sind. Im ersten Teil überprüfen die Ausbilder das Aussehen der Auszubildenden. Von den Haaren, über die Schuhe und Fingernägel, bis hin zu ihrer stilvollen Kleidung. Wow, was? Danach müssen sie alle Arten von Essen. Ey, aber stimmt, ne? Ich hab, also das soll jetzt nicht böse klingen, aber eigentlich ist das schon assi, oder? Ich habe noch nie eine, weiß ich nicht, jetzt irgendeine Flugbegleiterin gesehen, die, weiß ich nicht, übergewichtig war oder irgendwie sowas, oder? Also kann ja sein, dass ich vollkommen falsch liege, aber ich finde das voll blöd. Ist doch voll doof, oder? Oder? Also, ich kann sein, dass ich jetzt voll falsch liege, aber ich habe das persönlich jetzt noch nie gesehen, so dass die da nur voll auf Äußeres achten und nur die Schönsten der Welt dürfen da Flugbegleiter werden. Schon hart, oder? Und lernen, wie man sie durchführt. In diesem Bild lernen sie gerade, wie man schwimmt, für den Fall, dass wir es in Zukunft brauchen sollten. Ha, okay, krass. Schauen wir weiter. So wie Soldaten ihre eigenen Geheimcodes haben, so hat auch die Besatzung eines Flugzeugs ihre eigene Geheimsprache. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Zum Beispiel heißt das Flugzeug Bird und die Passagiere Pax. Der Code für die Toilette lautet Blue Room, während die Küche, in der die Stewards und Stewardessen die Mahlzeiten zubereiten, Galley genannt wird. Lol. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Ausdruck All Clear gehört, den die Besatzung während eines Fluges verwendet. Es mag sich so anhören, als würde die Polizei einen Bereich inspizieren, bevor sie weiterfliegt, aber für die Besatzung bedeutet es einfach, dass sie die Toilette aufsuchen kann. Ha. Manchmal wird ein Flugbegleiter als Deadhead bezeichnet, wenn er als Passagier an Bord des Flugzeugs geht, um mit ihm zu einem anderen Flughafen zu reisen, um dort zu arbeiten. Lol. Diese Ausdrücke werden also verwendet, um sich auf die kürzeste und effizienteste Weise zu verständigen, ohne dass jemand anderes weiß, was sie eigentlich sagen. Digga, sie haben diese andere Geheimsprache, lol. Piloten können entweder im Cockpit schlafen, was als Controlled Rest bezeichnet wird, oder im Bett des Piloten, das als Bunk Rest bezeichnet wird. Geil. Normalerweise sind pro Flug 2 Piloten anwesend, ein Pilot und ein Co-Pilot. Bei Langstreckenflügen, die mehr als 8 Stunden dauern können, kommt jedoch ein weiterer Pilot an Bord und die drei können sich abwechselnd ausruhen. Bei Flügen von mehr als 12 Stunden gehen sogar 4 Piloten an Bord des Flugzeugs. Bro, eigentlich sind Flugzeuge und Flüge so creepy, ne? Du vertraust einfach einem oder zwei solchen Dudes einfach dein Leben an. Wenn die irgendeinen Fehler machen, bist du tot. Also wirklich, it's no joke, voll krank, ne? Eigentlich voll krank, Bro, so voll heftig. Piloten übernehmen die Steuerung bei Start und Landung, während die beiden anderen für den Rest des Fluges zuständig sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Piloten während des Fluges gut ausgeruht sind. Dies trägt dazu bei, dass sie aufmerksamer sind, um eine sichere Flugreise zu gewährleisten. Hm. Piloten und Co-Piloten dürfen während eines Fluges auch nicht dasselbe Essen zu sich nehmen, denn wenn mit einer der Mahlzeiten etwas nicht stimmt, kann der andere Pilot immer noch die Kontrolle übernehmen. Ach, krass! Nummer 7. Krass. Es wird geschätzt, dass jedes Verkehrsflugzeug mehr als einmal pro Jahr vom Blitz... Bro, wenn der eine so richtig lecker geile Nachos hat, der andere muss richtig den Bohnentopf essen, Alter. Getroffen wird. Bro. Außerdem sind Verkehrsflugzeuge aufgrund ihrer geringen Größe häufiger betroffen als kleinere Flugzeuge. Im Jahr 1967 wurde ein Verkehrsflugzeug vom Blitz getroffen und verursachte eine Explosion im Treibstofftank des Flugzeugs. Krass. Dies veranlasste die Luftfahrtindustrie, mehr über dieses Naturphänomen zu erfahren, um eine Wiederholung zu verhindern. Seitdem wurden Blitzzertifizierungstests entwickelt, um sicherzustellen, dass die Flugzeuge sicher fliegen können. Wow. Heutzutage sind Standardverkehrsflugzeuge so konstruiert, dass sie Blitzeinschlägen standhalten.
Bei neueren Flugzeugen wie der Boeing 787 und dem Airbus A350 wird mehr Kohlefaser als Metall verwendet, um die elektrische Leitfähigkeit in den Flügeln und im Rumpf zu verringern. Das sind die Teile, in die Blitze normalerweise einschlagen. Inzwischen verursacht ein Blitzeinschlag glücklicherweise keine größeren Flugprobleme mehr. Okay. Bro, Alter, ich habe gar nichts verstanden, ich habe nur Bahnhof verstanden, aber mögt ihr fliegen, Leute? Ich habe richtig, also was heißt richtig Flugangst? Ich fliege übel ungern, Mann. Ich mag das gar nicht so. Ich habe da so ein unwohles Bauchgefühl. Fliegt ihr gerne oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Und übrigens, falls ihr neu seid, Mann, worauf wartet ihr? Lasst mein kostenloses Abo da. Wenn ihr jetzt draufdrückt, dann wird der Button, der Abonnieren-Button von rot zu grau und manchmal sogar zu schwarz. Klickt mal drauf und schaut, was passiert. Nummer 6. Okay, Nummer 6, weiter geht's. Wenn einem Flugzeug der Treibstoff ausgeht oder wenn das Triebwerk ausfällt und es keine andere Möglichkeit gibt, kann der Pilot eine kontrollierte Notlandung auf dem Wasser durchführen. Mhm. Am 15. Januar 2009 fiel bei US Airways Flug 1549 das Triebwerk aus. So blieb dem Piloten Sully nichts anderes übrig, als das Flugzeug mit 150 Passagieren im Hudson River zu landen. Alter. Glücklicherweise haben alle Passagiere einschließlich der Besatzung überlebt. Dies war jedoch keine leichte Aufgabe. Die Piloten mussten die Geschwindigkeit und den Zustand des Wassers berücksichtigen. Wow. Außerdem, so Sully, bestand die einzige Ausbildung, die sie für die Wasserlandung erhielten, darin, ein paar Absätze in einem Handbuch zu lesen und ein paar kurze Kurse zu besuchen. Wenn ein Flugzeug erfolgreich auf dem Wasser gelandet ist, kann es sich glücklicherweise lange genug über Wasser halten, damit alle Passagiere aussteigen können. Über diese Geschichte wurde übrigens auch ein Film gedreht, und zwar Sully mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Auf jeden Fall einen Blick wert. Oder hast du den Film vielleicht schon gesehen? Ja. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Weil alles, was ich anschaue, ist jeden Tag Marky auf YouTube, Alter. Denn der macht die besten Videos und ich will nichts anderes anschauen mehr in meinem ganzen Leben. Nummer 5. Okay. Ein Flugzeug hat normalerweise zwei Triebwerke, die für den Antrieb sorgen. Eines auf der linken und eines auf der rechten Tragfläche. Manchmal kommt es vor, dass während eines Fluges ein Triebwerk ausfällt. Aber in sehr seltenen Fällen funktionieren beide Triebwerke nicht. Okay. Dies geschah zum Beispiel beim Flug Air Canada 143 am 23. Juli 1983. Dem Flugzeug ging der Treibstoff aus und so fielen beide Triebwerke aus. Bro, ich frag mich so, das ist ein Flugzeug. Wie kann der Treibstoff ausgehen? Bro, da hat einer reingekackt. Nur eine Person muss reinkacken bei einem Flugzeug. So, Alter, das ist so arg. Das wurde durch einen einfachen Rechenfehler verursacht. Der Treibstoff wurde in Pfund statt in Kilogramm gemessen, sodass das Flugzeug 50% weniger Treibstoff mitführte, als im Flug erforderlich war. Daher waren die Tanks von Flug 143 in einer Höhe von 12.000 Fuß auf halber Strecke leer. Die Piloten hatten keine andere Wahl, als die Schwerkraft auszunutzen. Glücklicherweise war der verantwortliche Flugkapitän ein erfahrener Segelflieger. Wow. Dank ihm konnte eine sichere Landung durchgeführt werden. Wow, krank. Nummer 4. Bro, das sind Superheroes. Das sind wirklich Wenn Superheroes. Wenn ihr schon einmal geflogen seid, ist euch sicherlich aufgefallen, dass es an den Sitzen Aschenbecher gibt. Obwohl das Rauchen im Flugzeug eigentlich nicht erlaubt ist. Wenn ihr diese nicht finden konntet, findet ihr sie möglicherweise auch in der Nähe der Toiletten. Die Fluggesellschaften in den Vereinigten Staaten hatten in den späten 1980er Jahren damit begonnen, das Rauchen auf Flügen zu verbieten. Mhm. Seit dem Jahr 2000 wird das Rauchverbot von allen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt durchgesetzt. Die Fluggesellschaften verbieten das Zigarettenrauchen auf Flügen jedoch nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Ich denke, ihr könnt euch denken, warum es keine gute Idee ist, im Flugzeug zu rauchen. Weil... Bro, ich wollte gerade sagen, weil Rauchmelder angehen. Nee, oder? Warum ist nicht? Es braucht nur eine Person, die vergisst, ihre Zigarette auszumachen und schon können große Probleme entstehen. Ah. Daher war es eine gute Initiative, das Rauchen in Flugzeugen zu verbieten. Ja, Nummer 3. Und was passiert jetzt? Brennt dann, oder? Die heute in Flugzeugen eingebauten Vakuumtoiletten wurden erst 1975 erfunden und die erste wurde 1982 in ein Flugzeug eingebaut. Eine Toilette an Bord eines Flugzeugs ist natürlich notwendig, insbesondere bei Langstreckenflügen. Aha. Aber die Toilette im Flugzeug ist nicht die gleiche wie bei euch zu Hause, denn die Flugzeugtoiletten lassen sich leicht von außen öffnen. Die Besatzung braucht also keinen Schlüssel dafür. Man Ach, muss krass. Nur das kleine Panel anheben, auf dem das Wort Toilette oder WC steht. Und dann den Riegel hinter dem Panel nach links schieben. Und voilà, die Tür ist offen. Es mag den Anschein erwecken, dass dies gegen eure Privatsphäre verstößt, aber der Mechanismus dient eigentlich der Sicherheit. Es kann vorkommen, dass Personen, insbesondere kleine Kinder, in der Toilette stecken bleiben. Der versteckte Verriegelungsmechanismus der Toilette ist also eine große Hilfe, falls es doch einmal dazu kommen sollte. Bro, imagine einfach, du bist in der Toilette stecken geblieben, Alter. In der Flugzeugtoilette als Kind, Mann. Crazy. Crazy. Nummer 2. Okay, Platz 2. Wusstet ihr, dass es in den meisten Flugzeugen keine Sitzreihen mit den Nummern 13 und 17 gibt? Dahinter steckt keine wissenschaftliche Bedeutung, sondern der Grund für das Fehlen dieser Nummern ist reiner Aberglaube.
Denn in einigen Ländern ist die Zahl 13 eine Unglückszahl. Denk zum Beispiel an Freitag, den 13. Mehrere Menschen behaupten, dass sie an diesem Tag nur Pech haben. Air France, Ryanair und Iberia sind einige der Fluggesellschaften ohne eine Reihe 13. Aber wusstet ihr, dass nicht nur die Luftfahrtindustrie versucht, die Zahl 13 zu vermeiden? Einige Hotels haben zum Beispiel auch keine 13. Etage. Aber und krass. Im Motorsport wie der Formel 1 gab es mehrere Teams, die Nummer 13 nie benutzen wollten. Krass. Die Fluggesellschaft Lufthansa Airlines vermeidet nicht nur die Nummer 13, sondern auch die Nummer 17 aus genau demselben Grund. In Italien und Brasilien gilt die Zahl 17 als Unglückszahl. Krass. Und nicht die Zahl 13. Außerdem könnte die römische Zahl 17 etwas anderes bedeuten, nämlich mein Leben ist vorbei. Was? Nummer 1. Ich sollte ursprünglich am 13. geboren werden. Alle, die am 13. Geburtstag haben, so, hey Bro, komm, Digga, Alter, ey, auf, komm. Wusstet ihr, dass das Fliegen in einem Flugzeug sicherer ist als bei jedem anderen Verkehrsmittel? Studien zeigen sogar, dass es besser ist, mit dem Flugzeug zu fliegen, als zum Beispiel mit dem Auto zu fahren. Mhm. Aber wusstet ihr, dass es im Flugzeug auch Sitze gibt, auf denen ihr eine große Überlebenschance habt, wenn etwas schief geht? Wenn ihr im vorderen Teil des Flugzeugs sitzt, könnt ihr natürlich zuerst aussteigen. Aber das ist nicht der sicherste Platz. Der sicherste Platz wäre im hinteren Teil des Flugzeugs. Mehrere Studien haben gezeigt, dass ihr da die besten Überlebenschancen habt, wenn ihr im hinteren Teil des Flugzeugs in der Mitte Platz nehmt. Jetzt, wo ihr das wisst, werdet ihr bei der nächsten Flugbuchung diese Plätze reservieren? Bro, nur noch, Alter. Nee, ich flieg gar nicht, Mann. Ich flieg gar nicht. So ein Ding ist es, ne? Ladies and Gentlemen, ja, okay, war interessant. Also, ich habe mir ein bisschen krassere Dinge irgendwie vorgestellt. So Sachen, die voll verheimlicht werden, bla, so. Also, wie der Titel vom Video ist. Aber waren halt jetzt eher so, weiß nicht, so geht so, ne? Aber es war trotzdem informativ, ne? Checkt Weiße Eule ab, haben ein sehr gutes Video gemacht. Habt mich sehr entertained. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video, okay? Kuss geht raus an jeden, der jeden Tag dabei ist. Bro, du hast absolut kein Leben. Geht's gut.